Okay, geht's los? Hallo und herzlich willkommen. Oh, da ruckelt ein bisschen. Was ist denn hier passiert? Ach so, ich habe das Gebiet hier schon mal angefangen umzuräumen und ich habe vor allen Dingen auch unser Industriegebiet ein bisschen um sortiert. Ich hatte das auch aufgenommen, aber leider, leider war die Aufnahme nicht gelungen. Was ich das letzte Mal noch vorhatte, ist hier diese Station wegzunehmen von dieser Hauptverkehrsarterie hier und an eine Nebenstraße zu verlegen, damit die Beladung und Entladung des Bahnhofs nicht dazu führt, dass hier Verkehrsstaus sind, wie man sieht hier zum Beispiel. Die kommen hier alle rausgefahren. Und wenn jetzt hier einer ankommt, muss der bremsen, weil die ganzen Laster hier noch raus und reinfahren. Das ist ungünstig. Also müssen wir hier diese Bahnschienen erstmal wegnehmen. Dann müssen wir hier die Station wegnehmen. Dann machen wir hier eine Einbahnstraße am besten. Von der Seite hier. Dass sie dann hier reinfahren können. Zack. Ich glaube, umgekehrt ist besser. Ich glaube, so rum geht das. Sehen wir gleich, wenn wieder was beladen wird hier. So, kommt dann hier hin. Und dann brauchen wir natürlich wieder Schienen. So. Warum willst du hier nicht? Was soll das? Space already occupied. Warum? Ist die Schlaufe zu klein? Noch einen größeren. What? Ich kann hier überhaupt gar nichts dran setzen. Wie kommt das denn? Weil das U-Bahn ist. Oh, ich Idiot. Okay. Gut. U-Bahn-Gleise sind anders als normale Bahngleise. Ja, hier geht das durch, okay. Lass uns mal hier anschließen. Und hier. So, und dann können wir das hier abreißen. So, das sollte den Verkehr schon ein bisschen verbessern hier. Schauen wir mal, ob das geht. Können wir auf schnell stellen. Irgendwann wird da ja jemand kommen zum B- oder Entladen. Was wir hier machen können, ist hier das Kraftwerk noch wegnehmen und natürlich braucht unsere Dingensstation auch Wasser. Ah, da kommt einer schon an. Fährt hier rein. Und der nächste ein kleinen Bus. Okay. Also die großen Kaventsmänner kommen hier noch nicht an. Mehr so die kleinen. Sehr interessant. Hotdog-Bus, okay. Ah, da kommt der erste. Der erste Traktor mit Farming Goods und der erste Laster mit Holz. Also das funktioniert, so wie es soll, scheinbar. Hier haben wir jetzt Kriminalität in unserem Bauern Hauptquartier. Das können wir natürlich beheben, indem wir hier eine kleine Polizei hinbauen, die dann nur für das Industriegebiet zuständig ist. Das
Sieht doch schon mal gut aus. Und die fahren gleich alle zum Bahnhof wahrscheinlich. Oder die fahren hier drüben hin, weil hier werden noch Rohstoffe benötigt. Farming Goods. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir machen das durchgehend und machen hier eine Einbahnstraße hin nach unten und hier eine nach oben und hier wieder eine nach unten, kriegen wir damit den Verkehr nicht besser unter Kontrolle? Weil dann fahren die hier, sammeln die Produkte auf, fahren hier durch, geben die Produkte ab und fahren dann dadurch und obwohl, ob ich das dazu nehme, weiß ich noch nicht. Aber die beiden versuchen wir mal. So. Denn der Verkehr, wie man hier oben sieht, ist ein großes Problem. Wenn die sich hier so entgegenkommen, gegenseitig mit den Traktoren. Dann kann es zu Verkehrschaosen kommen. Was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. So. Okay, unsere. So, die sind hier. Das ist. Hier haben wir das gleiche Problem bei dem Lagerhaus, was wir bei der Station hier hatten. Und ich denke, die gleiche Lösung wäre angebracht. Indem wir einfach hier. Also gehen bald zu viele Straßen ab von. Hier könnten wir die hin tun. So, tun wir hier das Lagerhaus hin. Das ist das Tolle, das ging in SimCity natürlich nie, aber hier in diesem Spiel kann man ganz einfach Gebäude durch die Gegend schieben. So, das ist eine kleine Scheune. Die gehört Cattle Shed, Small Barn. Hier sind die Large Barn, okay. So, hier haben wir nichts. Hier haben wir nur die ganzen. Und hier haben wir einen Geothermal. Ach, guck, das sieht auch nicht schön aus hier, oder? Mal gucken. Das sind die kleinen. Wir haben ja mittlerweile große Silos. Und ich habe gesagt, die kleinen sollen leergeräumt werden. Was ist das hier? Okay. Sag mal. So. Keine Ressourcen. Die sind alle leer. Die hier unten zumindest. Okay. Leer. Eins und die beiden hinteren sind leer. Hier welche leer dabei? Nee, die sind noch alle voll. Ist zwar ein bisschen verschwenderisch, aber machen wir das mal weg da. Gut. Also die kommen jetzt tatsächlich hier durch und liefern hier den Tieren an. Und die kommen hier runter und sammeln die Farmprodukte auf. Funktioniert alles so, wie es soll. Das ist doch schon mal gut. Meine Güte, ist das schlimm hier, das Verkehrschaos. Es ändert sich aber bald.
Sehr gut. Also die Farm funktioniert. Ach je, hier haben wir ein bisschen. Siehst du mal, das wäre alles auf der Hauptstraße. Hätten wir das hier nicht hintergesetzt. Und so ist das jetzt nicht ganz so schlimm, obwohl hier eine Straße weiter. Was wir mal machen müssen, ist hier da eine Vorfahrtsstraße draus machen. Damit es hier auf jeden Fall auf dem äußeren Ring weitergeht. Und nichts weiter passiert. Okay. Mann, Mann, Mann. Oh Gott, immer noch alles voller Trecker. Aber da ist jetzt 3% nur noch drin. Das reißen wir mal ab, nur damit es schneller geht. So, hier ist. Naja, die sind noch zu voll. Die sind auch noch zu voll. Das ist 30% voll und eine Leiche liegt drin. Und der ist leer. Sehr gut. Wieder ein leer. Guckt euch das an. Ich habe hier dieses die Spawn-Tool eingeschaltet. Das machen wir mal aus, weil dann die spawnen ja auch unsere Rohstoffe. Das ist ja eigentlich nicht, was wir wollen, ne? So. Prozent voll, 58% voll, ganz voll. Also das mit der Leiche könnt ihr vielleicht mal leer räumen, das wäre eine Idee. Es ist immer noch leicht stauig hier, aber hier geht der ganze, wo kommen die her? Warum kommen Trecker aus der Richtung? Ach so, die kommen aus diesem Industriegebiet und möchten bitte auch zum Frachtbahnhof. Es wäre vielleicht eine Idee, diesen ganzen Verkehr, sehen wir hier rot dargestellt, diesen ganzen Verkehr hier zumindest, den könnten wir locker aus dem Weg gehen, wenn wir hier noch eine Fracht Eisenbahnstation hinbauen. Da bräuchten wir noch nicht mal groß das Straßennetz anpassen. Das würde schon reichen, glaube ich. Müssen wir hier nur. Ach, wieder umkehren. Okay. So, das ist die. Der Güterbahnhof. Jetzt müssen wir nur mit den Schienen da hinten irgendwie hinkommen. Aber wir brauchen ja nicht unterirdisch, es geht auch oberirdisch. Wir brauchen noch nicht mal groß eine Eisenbahnbrücke bauen. Obwohl, vielleicht wollen wir nicht direkt durch die Mautstation durchrasen mit der Eisenbahn. Aber ich sehe kein großes Problem, wenn wir hier einen kleinen Schlenker machen und dann hier geradeaus weiter durchfahren. Weil hier auf der Straße muss eh gehalten werden, wie man hier sieht. Weil die dann durch die Mautstation fahren. Und das können die dann genauso gut schon ein bisschen vorher üben beim Eisenbahnübergang. So. Ich weiß, so Eisenbahner und so werden wahrscheinlich graue Haare kriegen, wenn sie meine
meine hier Weichen hier sehen, aber ich kann es halt nicht besser. Ich bin nicht so der Fan von Eisenbahnen, eigentlich. Sie sind bloß halt sehr nützlich hier. Na. So. Ich meine, hier haben wir immer noch so leichte Stausituationen. Aber ich sag mal, das soll so. Hier kommen immer mehr an davon. Aber dann, nee, jetzt fahren die dahin. Zu wenig Crops. Ist die Straße zu klein? Sollten wir die upgraden? So eine Einbahnstraße hier. Das geht nicht. Muss ich hier noch weiter umbauen. Ja. So. Ach, jetzt geht der ja auch nach unten. Der soll natürlich nach oben. Genauso. Ah, oh, scheiße. Ich habe gar nicht geupgradet. Ich habe nur die Richtung geändert. Dümmlich. Wie dümmlich. So. 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 Oh Gott, die armen Kühe. Kriegen Schleudertrauma, die müssen immer hin und her laufen hier. Nein, die Farm ist hier. Nein, die Farm ist hier. Nein, die Farm bitte dahin. Die Farm bitte heute woanders. So. Gut. Ich glaube sogar, es wäre sogar noch Platz für die andere Straße, um die noch breiter zu machen. Ist die Frage, ob das wirklich hilft, einfach immer die Straßen breiter zu machen. So. Geht doch. Wieder zurück. Kommando zurück. Alle Kühe zurück. Donk. So. So. Ich hätte gleich, als ich das hier alles umgebaut habe, die breiteren Straßen nehmen sollen. Mist! Passt nicht mehr hin jetzt. Wie unvorteilhaft. Das heißt, dann müssen wir entweder so eine Straße reinbauen. So, oder das irgendwie anders machen. Oh je. Machen wir das mal kurz hier hin. Upgraden die.
Wo war das hier? Wow. Dann können wir die hier reintun. So, so viel zu unserer Farm. Was wir natürlich auch machen können, ist beispielsweise an einer Stelle wie hier Kreisverkehr hinbauen. Das könnte eventuell die Verkehrssituation ein bisschen entlasten. Und dann hier natürlich auch wieder upgraden. Das wird wohl ein bisschen schwieriger als da drüben, weil hier hängt mehr dran. So. Guti. Weißt du was? Wo wir gerade dabei sind, das ist auch dieser, ach Gott, dieser, die stehen sich da die Beine im Bauch an der Autobahnauffahrt. Ist auch keine besonders schöne Autobahnauffahrt, wie ich gerne zugebe. Ein bisschen Verkehrsprobleme haben wir immer noch. So. Was wir hier natürlich jetzt auch machen können, ist, wir können kleckern, nicht klotzen. Klotzen, nicht kleckern. So. Indem wir hier gleich einen Autobahnkreisel hinbauen. Sieht schon weniger jammig aus als vorher. Golio. So. So, machen wir das hier unten hin. So, dann machen wir den, keine Ahnung wohin, hier. Machen wir die alle mal hier hin. Aus dem Weg, schön. Wird zwar da unten wahrscheinlich wieder für einen mittelgroßen Verkehrskollaps sorgen, aber hatte ich hier wirklich die Fünfer, ne? Ja. Ne, ich hatte die normalen ohne Fahrradwege, weil wir hier mit dem Fahrrad durch die Farm fahren. Ja, ich weiß, Bürger, du vielleicht, aber das ist so eigentlich nicht gedacht. Aha, da geht's schon nicht weiter. Mann, Mann, Mann. So. Ach, das ist überhaupt gar keine Einbahnstraße. So rum war das, genau. Warum ist eigentlich hier? Das sind wahrscheinlich die Scheunen. Die Scheunen sind ein Verkehrsproblem. Weil die werden noch beliefert. Aber diese Straße ist ganz und gar nicht für den Verkehr aus. Ach, die Scheunen und die Silos. Die Silos haben wir auch noch. Ganz und gar nicht für den Verkehr ausgerichtet hier. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Vielleicht hier unten oder so am Kreisel. So. Eieiei.
Die können wir hier hinstellen. Weil hier müssen die sowieso das Korn hinbringen. Als Futter. Für die aber da oben nützt das ja nichts, weil die kommen ja hier unten an. Wir müssen 12.000 Mal alles umbauen hier. Aber was soll's. Irgendwann kriegen wir das perfekte Farmgebiet hin hier. Gar nicht mal so leicht. Und hier ist eine Leiche im Hauptgebäude. Hoffentlich kommt der Leichenwagen durch. Das wäre jetzt auch ein Stau. Naja gut, der Stau zieht sich hier bis zur Autobahn. Und hier, meine Fresse, guckt euch das an. Lauter Fehlermeldung oben in der Stadt. Ja. So. Leer, sehr gut. Da ist noch was drin, da ist noch was drin. Leer, naja, leer. Die beiden sind leer. Damit die gar nicht erst wieder vollgeladen werden hier. So. Oh. Unser Lagerhaus hat gar kein Wasser und wir haben das noch nicht mal gemerkt. Also man kann hier wirklich sich mit Details aufhalten. Das geht ganz wunderbar mit diesem Spiel. Eieiei. Darf auch kein Klempner sehen, wie ich hier das Wasser von A nach B leite. So. Zack. So ein bisschen Platz sparen da noch. So. Okay. Dann haben wir jetzt das. So, können wir hier unten einen wegnehmen und da oben hin tun? Ist die Frage. So geht es natürlich nicht, weil hier ist zu eng. Müsste dann also alles auf die andere Seite, dann geht das. Okay. Packen wir das mal alles hier hin. Weil die Silos nach unten müssen, weil die sollen zuerst... Traktoren sollen zuerst hier alle Rohstoffe aufsammeln, dann hier unten durchfahren, alles an die Tiere liefern und dann hier oben in die Silos packen. Eigentlich hier oben die Silos, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, oder? Es sei denn, die kommen hier nur, um was zu den Silos zu bringen. Vielleicht sollte ich dann noch eine kleine Straße abbauen, damit ich da die Silos hinmachen kann, damit das nicht im Hauptverkehr passiert hier. Vielleicht wird das eine Idee. So. So, machen wir das mal eben schnell noch. Auch wenn die Zeit schon fast wieder um ist. Passt genau hin, siehst du mal. Oh Gott. Aber, ich meine,
der Verkehr sieht schon besser aus. Das hier war alles voll, das hier war alles voll. Jetzt ist das nur noch halb voll und hier oben ist so ein kleines. Und wir haben natürlich das anhaltende Problem der Autobahn. Aber ich habe einen neuen Trick gelernt. Und zwar, das Problem ist, die stehen jetzt hier. Alle konzentrieren sich auf den zwei Spuren und der eine, der hier abbiegen will, vielleicht, der will sich hier jetzt auch noch einordnen. Und was wir da machen können, ist, dass sie sich auf die richtigen Spuren konzentrieren. Ist die, die abbiegen sollen, die sollen hier auf die äußerste Spur. Und das schaffen wir am besten, indem wir hier dieses Teilstück zu zwei Spuren downgraden. Das heißt dann nämlich, dass alle, die abbiegen wollen, müssen auf die äußerste Spur. Weil die zweite Spur hier in der Mitte, die hatte vorher abbiegen und nach vorne. Und darum stehen ja alle auf der mittleren Spur. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, und das gleiche gilt hier. Und das hoffentlich hilft das irgendwann. So, das hier ist auch immer noch nicht ideal. Ne? Aber das liegt daran, dass das hier nicht ideal ist. Wir möchten eine 4-Lane Highway Barrier. Ja. Ah, Over Intersection, okay. Also hier könnten wir einen hinbauen. Zack! Vielleicht hilft das, weil dann können die vorbeifahren, die nicht auf die Autobahn möchten. Sieht gut aus, ja. Siehst du, die fahren jetzt einfach, oh Gott, am Stau vorbei. Die wollen sich einordnen. Roundabout Verkehrsregeln. Wir können eigentlich nur warten, dass, oh Gott, guckt euch das an. Können eigentlich nur warten, dass der Verkehr sich. Von alleine beruhigt. Das sieht alles nicht so toll aus. Und wir haben jede Menge Verbrechen, Feuer, leere Gebäude hier. Ich meine, es sieht aus wie eine Stadt. Aber der Verkehrsinfarkt tut der Stadt nicht gut und wie man sieht, hier ist überall. Da werden wir uns drum kümmern müssen. Hier ist überall alles rot im Verkehr. Das ist nicht gut. Aber wie das weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt City Skylines. Bis dahin wünsche ich euch viel Glück oder was. Und bitte, wenn euch dieses Video gefallen haben sollte, schreibt einen Kommentar oder like dieses Video oder empfehlt es Freunden, gerne auch zum Geburtstag. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!